Guten Abend zu Report live aus Mainz. Wenn Sie mich fragen, wer mir einfällt, wenn von hart arbeitenden Menschen in Deutschland die Rede ist, dann sind es die, die in unseren Supermärkten arbeiten. Frühmorgens antreten, Regale einräumen, sich manchmal mit nervigen Kunden rumärgern und abends erst spät nach Hause kommen. Knochenjobs eben. Ist es da zu viel verlangt, dass die, die so ranklotzen müssen, auch ordentlich bezahlt werden? Edgar Verheyen hat sich bei Rewe und Edeka mal umgesehen. Werbung der Rewe-Supermarktkette. Wer sie anschaut, der bekommt eine eindeutige Botschaft. Alles, was wir tun, tun wir für dich. Rewe, eine heile Welt. Doch wie wird mit den Mitarbeitern in den Märkten umgegangen? Wie werden sie bezahlt? 8,50 Euro über einen langen Zeitraum. 5 Jahre habe ich 8,50 Euro bekommen. Also Mindestlohn? Ja, Mindestlohn. Ich bin's super geil. Und wie ist es bei Edeka? Ist dir wirklich alles super geil? Ein Mitarbeiter. Es werden jeden Tag praktisch 2-3 Überstunden geleistet, die unentgeltlich geleistet werden. Wenn man das nicht macht, fällt man ganz schnell hinten rein. Dumpinglöhne, freiwillige Überstunden, ist das hier Alltag? Fakt ist, es gibt 2 Arten etwa von Rewe-Märkten. Manche gehören dem Konzern selbst, hier gelten Tarifverträge. Andere dagegen selbstständigen Kaufleuten. Die entscheiden selbst, ob sie nach Tarif zahlen. Von 3.300 Rewe-Märkten bundesweit wird in 60% der Tariflohn garantiert, in 40% nicht. Dasselbe System bei Edeka. Bundesweit gibt es ca. 7.000 Märkte, nur in 20% von ihnen ist hier der Tariflohn garantiert, in 80% nicht. Was sind die Auswirkungen? Eigentümergeführte Märkte wachsen vielerorts wie Pilze aus dem Boden, der Konkurrenzdruck ist hart. In Rheinhessen treffen wir 2 Frauen, Rewe-Angestellte, die große Angst haben um ihren Job. Sie wollen deshalb nur unerkannt vor unserer Kamera Auskunft geben. Normal hat man 36 Urlaubstage im Verkauf. Und die haben wir auch bekommen. Und dann sagte der Kaufmann auf einmal, es wären so viele Langzeitkranke da und er würde jetzt den Urlaub kürzen von 36 auf 24. Wir mussten mal sonntags arbeiten und als ich ihn mal angesprochen habe, dass das ja überhaupt nicht auf der Lohnabrechnung draufsteht, da hat er gesagt, ja, das war freiwillig. Freiwillige Überstunden? Wir beobachten einen Markt. Gegen 5 Uhr früh betritt eine Mitarbeiterin den Markt, bezahlt wird sie erst ab 6. Sie schenkt dem Kaufmann eine Stunde Arbeitszeit. Und wie ist es in den eigentümergeführten Märkten von Edeka? Wir setzen unsere Recherchen in Norddeutschland fort. Da gibt es die Festangestellten, die nach Tariflohn bezahlt werden und die, die den Mindestlohn kriegen. Die aus der Tarif, die den Tariflohn bekommen, die haben alte Verträge. Ja. Von früher noch. Ja. So, und die Leute, die jetzt neu dazukommen, was ist mit denen? Die kriegen alle nur den Mindestlohn. Nicht der Tariflohn, der Mindestlohn wird in vielen Supermärkten zum Standard. Bei Hannover treffen wir eine Fachverkäuferin. Sie hat jahrelang ein Mobbing-Tagebuch geführt. Darin hat sie festgehalten, habe an der Kasse geheult oder war sehr krank, durfte aber nicht eher nach Hause. Ich weiß von 2 Fällen, die wurden im Krankheitsfall angerufen und es wurde gesagt, man möchte sich gesund schreiben lassen, weil man ja einen Festvertrag haben möchte. Und dann erzählt sie von ganz besonderen Schikanen, Bezahlung mit Gutscheinen etwa. Die Inventur fängt morgens um 5 Uhr an. Wenn mittags die Inventur beendet wurde und man ging seiner normalen Arbeit nach, hat man das auch nicht als Stunden bekommen. Dann bekam man 3 Einkaufsgutscheine, die Stunde 8,50 Euro. Die musste man in einer gewissen Frist auch abgekauft haben. Da hat der Inhaber nochmal Umsatz gemacht. Richtig, weil wir bezahlen ja den Verkaufspreis und er den Einkaufspreis. Was sagen die beiden Lebensmittelkonzerne zu den Vorgängen? Beide lehnen ein Interview ab. Schriftlich verweist Rewe dann auf eine freiwillige Selbstverpflichtung, der sich die Kaufleute unterworfen hätten. Es gäbe definierte Standards, Verfehlungen würden nicht geduldet. Edeka weist die Vorwürfe zurück. Viele Betriebe bezahlten branchenüblich, viele böten zudem individuelle, übertarifliche Leistungen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi berichtet dagegen von sinkenden Einkommen. In der Bezahlung reduzieren sich in relativ kurzer Zeit Abläufe die Einkommen um 20-30%. Verdi beschäftigt sich schon seit längerem mit dem Thema.
Oberhausen im September vergangenen Jahres. Ein Verdi-Kongress, den die Gewerkschaft dokumentiert hat. Die Gewerkschafter fordern, dass die Tarifverträge auch in den eigentümergeführten Märkten gelten müssen. Die anwesende Ministerin zeigt Verständnis. Es ist mal so, dass offensichtlich einige einfach nicht bereit sind, sich tariflich zu binden. Und dann gibt es nur noch ein Instrument, nämlich die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für die ganze Branche. Und da bin ich als Ministerin natürlich durchaus gefragt. Sie könnte also den Tarifvertrag für den ganzen Einzelhandel für verbindlich erklären. Wir wollten daher jetzt noch einmal wissen, ob sich die Rechtslage inzwischen verändert hat. Wir fragen nach. Antwort des Ministeriums. Grundvoraussetzung für die Einleitung des Verfahrens zur Allgemeinverbindlichkeit ist allerdings weiterhin ein gemeinsamer Antrag der Tarifvertragsparteien. Und dazu sind die Arbeitgeber nicht bereit. Um deren Blockadepolitik zu beenden, müsste das Tarifvertragsgesetz geändert werden. Doch dazu hat sie keine Initiative ergriffen. Solange die Politik aber nicht eingreift, wird die Lage im Einzelhandel immer dramatischer. Hier war es nicht der SPD-Mann Martin Schulz, der sich für die hart arbeitenden Menschen im Land besonders einsetzen wollte. Da bietet sich doch jetzt die Möglichkeit, glasklar zu sagen, wie es bei den Lebensmittelkonzernen künftig gerechter zugehen soll. Wenn Sie darüber diskutieren wollen, tun Sie das auf Facebook. Und unter Report Mainz gibt es auch noch ein Gespräch mit unserem Autor, der seit Monaten am Thema arbeitet.